Am 10. Juli 1950 fanden drei Volkspolizisten in Leipzig in der Dresdner Straße eine ganze Reihe kleiner rosafarbener Zettelchen. Dabei handelte es sich um solche Fs, also Buchstaben, die aus alten Formularen ausgeschnitten worden waren. Für die Stasi waren diese Buchstaben ein eindeutiges oppositionelles Dokument. Und dementsprechend bezeichnete die Stasi diese Buchstaben auch nicht einfach als Buchstaben, sondern als Hetzbuchstaben. In der Logik der Stasi ist das natürlich verständlich, denn dieses F stand für Freiheit und für die Stasi war diese Forderung nach Freiheit ein Akt des Widerstandes, den es zu bekämpfen galt. Die Volkspolizisten, die diese Buchstaben fanden, tüteten diese Buchstaben ein und so gelangten die Buchstaben in die Stasi-Akten. Denn die Stasi versuchte die Täter, also diejenigen, die diese Buchstaben ausgeschnitten und auf die Straße geworfen hatten, zu ermitteln. Das gelang der Stasi zunächst nicht. Doch im Oktober 1950 nahmen Volkspolizisten zwei Studenten fest. Der eine davon konnte sich ausweisen und dann nach Hause gehen. Der andere, Herbert Belter, blieb in Haft. Sie unternahmen eine Wohnungsdurchsuchung bei Belter und fanden dort zahlreiche oppositionelle Schriften, mit denen sich Belter und seine Freunde gegen das SED-Regime wandten. Belter hatte zu Hause natürlich nicht nur diese Schriften, sondern auch Adressen von seinen Freunden und Kommilitonen, sodass dann die Stasi eine ganze Gruppe von Studenten festnehmen konnte. Die meisten von ihnen erhielten eine Strafe von 25 Jahren Zwangsarbeit, die sie dann über mehrere Jahre auch in sowjetischen Straflagern ableisten mussten. Herbert Belter selber wurde zum Erschießen verurteilt und im April 1951 dann in Moskau auch hingerichtet.